Ich habe heute den René für unsere Übung mitgebracht und wir fangen jetzt mit unserem Hauptatemmuskel an, das sogenannte Zwerchfell. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, haben wir den René mit dem Tape beklebt und den ungefähren Muskelverlauf angezeigt. Unser Zwerchfell sitzt innerhalb unseres Rippenbogens oben an der Lunge dran und wirkt wie eine Ziehharmonika. Wenn der Muskel sich anspannt und zusammenzieht, zieht er die Lunge nach unten, wodurch die sich mit Luft füllen kann. Und wir versuchen jetzt erst einmal im Stehen das Zwerchfell zu aktivieren. Also René, du hast folgende Aufgabe. Mit der Einatmung versuchst du einmal einen richtig dicken Bauch einzuatmen, das kurz zu halten und dann mit einer langen, lockeren Ausatmung den Bauch sozusagen einzuziehen. Kannst einmal loslegen. Sehr gut. Aus, sehr gut. Jetzt versuch mal die Einatmung ungefähr 4-5 Sekunden lang zu ziehen, dass die Ein- und Ausatmung ungefähr gleich ist. Und bitte achte nochmal darauf, dass du ohne Widerstand atmest, also locker und entspannt. Jetzt kannst du mal versuchen zu fühlen, wie dieser Muskel arbeitet. Wenn er sich anspannt, zieht er, wie gesagt, von oben die Lunge nach unten, die befüllt sich mit Luft. Und wenn wir ausatmen, entspannt sich der Muskel, wodurch der wieder hochgeht und die Lunge mit der Luft auspresst. Das kannst du im Stand erstmal 5 bis 10 Mal üben. Und dann kommen wir zu einer sogenannten Zwerchfelldehnung, unserer ersten intensiven Übung. Dadurch, dass wir das Zwerchfell stretchen, kriegen wir das besser aktiviert, wodurch der Muskel seinen Job optimal und effizient ausführt. Für die Zwerchfelldehnung gehst du in eine liegende Position und legst dich so hin, dass du gemütlich liegst. Du stellst deine Füße auf, sodass das locker und entspannt ist. Und für die Übung absolut wichtig ist, dass du dauerhaft dein Becken aufgerichtet hältst. Also deinen unteren Rücken richtig in den Boden presst und diese Spannung während der kompletten Übung hältst. Dann kannst du einmal deine Hände weit hinter den Kopf nehmen und strecken. Wenn du etwas verkürzt bist oder Schwierigkeiten hast, die Arme hinter den Kopf zu nehmen, kannst du gerne, wie der René hier, ein Kissen hinlegen oder eine Erhöhung, sodass du die Arme locker und entspannt ablegen kannst. Er hat jetzt gleich folgende Aufgabe. Er atmet komplett ein, sodass er einen schönen, runden Bauch atmet und versucht dann mit leicht geöffnetem Mund lange und dauerhaft durch den Rachen auszuatmen, also sozusagen zu röcheln. Das hört sich dann so an. Diese Ausatmung versucht er so lange wie möglich hinauszuzögern und so lange wie möglich zu machen, bis er das Gefühl hat, dass keine Luft mehr im System ist und dann noch ein wenig weiter, weiter und weiter macht. Ich unterstütze ihn dabei, indem ich mit meiner Hand so ein bisschen das Zwerchfell hochdrücke. Diese Unterstützung brauchst du nicht, aber sie zeigt dir einfach, wie das Zwerchfell nochmal funktioniert. Also, du bist soweit bereit? Gut, dann atme einmal komplett ein, mach mal einen richtig schönen runden Bauch, noch ein bisschen weiter, 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 Mund leicht öffnen und dann ausatmen, sehr gut, weiter, 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 denk dran, die Beckenaufrichtung bleibt, weiter, 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 ich unterstütze ihn, schieb noch ein bisschen, jetzt geht die Luft langsam raus und jetzt noch ein bisschen weiter fordern, bis es nicht mehr geht und dann locker einatmen. Nicht versuchen, nach Luft zu ringen und zu schnappen, sondern locker und entspannt. Es kann sein, dass du dabei husten musst. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Guck bitte nur, dass dir nicht schwummrig wird. Davon machen wir jetzt 2 weitere Durchgänge, sodass wir insgesamt auf 3 kommen. Und gib dir kurz Pause, genau, dann wieder tief einatmen. Mund öffnen, Stimmritze verengen und tief ausatmen. Super, weiter, 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 weiter. Denk dran, die Beckenaufrichtung bleibt. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Jetzt darfst du noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und einmal lösen. Gut. Kurze Pause. Wieder 3, 4 Atemzüge ganz locker durchnehmen. Gucken, dass die Gesichtsfarbe sich nicht verändert. Gut. Und dann Nummer 3. Und auf geht's. Sehr schön. Das Zwerchfell schiebt sich jetzt nach oben. Ja, wir dehnen das jetzt. Super, weiter, 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 weiter. Und lösen. Gut.
Nochmal kurz durchatmen. Damit würde ich einsteigen. Das ist die Einsteigerübung. Wer ein bisschen mehr möchte, der kann eine Variante davon machen und kann jetzt sozusagen das Becken anheben, also in eine leichte Brückenposition kommen, ohne die Aufrichtung des Beckens zu verlieren. Also das Becken bleibt aufgerichtet und dauerhaft aufgerichtet. In der Position atmet er jetzt auch wieder komplett ein, atmet dann aus und wenn er komplett ausgeatmet ist, versucht er jeden einzelnen Wirbel langsam runter abzurollen, bis er mit dem Becken auf dem Boden ist. So bekommen wir noch ein bisschen mehr Luft hinaus. Verstanden? Gut, dann legen wir los. Tief einatmen, Mund leicht geöffnet, Stimmritze verengen und erstmal ausatmen. Gut, weiter. Schön laut. Super, Becken nochmal aufrichten. Weiter. Super, jetzt ist er an dem Punkt, wo nichts mehr drin ist. Und jetzt langsam abrollen und weiter ausatmen. Wirbel für Wirbel. Super, weiter. Aus. Und lösen. Super. Auch davon kannst du dann 3 Durchgänge machen. Ich würde, wie gesagt, mit der ersten Variante anfangen und dann kannst du ein bisschen spielen und langsam steigern. Um das Zwerchfell noch anderweitig zu aktivieren, benutzen wir den Atemgürtel. Durch diesen Gürtel kreieren wir zusätzlichen sensorischen Stimulus auf seine Muskulatur, woher er besser weiß, wo er hinatmen soll. Wenn er das Zwerchfell aktivieren soll, soll der Bauch sich nach vorne bzw. dreidimensional in alle Richtungen bewegen und ein wenig aufwärts, sodass wir mit diesem Gürtel ein wenig Widerstand erzeugen. Muskel trainieren wir immer oder öfters mit Widerstand, mit Gewichten. Und das macht dieser Gürtel. Also René, zieh mal einmal bitte diesen Gürtel an mit der Gummierung in der Innenseite, sodass er ungefähr auf deinen Rippenbögen liegt, genau. Und den Widerstand kannst du jetzt selber kreieren, noch ein bisschen höher. Du kannst es ein bisschen fester schnüren, du kannst es ein bisschen leichter schnüren. Du wirst nur merken, dass dieser Gürtel jetzt auf einmal Stimulus auf deinen Bauchbereich gibt. So, und von hier aus, jetzt sitzt er gut, versucht er, den Gürtel in alle Richtungen gleichzeitig aufzuatmen mit der Einatmung. Genau, versuch mal den Gürtel sozusagen zu sprengen, ohne in die Schultern reinzugehen. Genau, und dann wieder aus, sodass der Gürtel dich wieder zusammendrückt. Ein, genau, in alle Richtungen. Jetzt sieht man schön, wie sich der Bauch nach vorne bewegt und die Rippen sich seitlich öffnen. Und dann wieder ein. Dadurch, dass er jetzt mehr Widerstand erzeugen muss, mehr Aktivierung in der Muskulatur erzeugen muss, kann es sein, dass es für ihn anstrengender wird. Deswegen auch hier nochmal darauf achten, dass du, wenn du diese Übung mit Widerstand machst, locker und entspannt atmest und am besten keine Geräusche mit der Atmung erzeugst. Davon kannst du auch wieder 10, 15 Wiederholungen machen. Du kannst diesen Gürtel für eine bestimmte Zeit in deiner Morgenroutine einbauen und tragen, um einfach so ein bisschen Widerstand zu erzeugen. Wichtig ist, dass du diese Übung bewusst machst und bewusst angehst. Nach deiner Vollendung der Übung kannst du den Gürtel ausziehen und wirst merken, dass du freier atmen kannst. Als weitere Variante können wir das Zwerchfell aktivieren, indem wir ein Textilband benutzen. Das nimmst du einmal um deine Taille und solltest du mindestens auf den ersten Rippenbogen von der Höhe setzen, also da, wo deine Rippen aufhören bzw. anfangen. Dann kannst du das leicht kreuzen, so wie der René gerade, und auf leichten Zug setzen. Und jetzt versuchst du auch mit der Einatmung das Band dreidimensional in alle Richtungen aufzuatmen, dass du Widerstand erzeugst bzw. mit der Einatmung den Widerstand des Bandes wegdrückst. Man sieht jetzt schön, wie sich das Band aufdehnt mit der Einatmung und wie das mit der Ausatmung wieder zusammengeht. Versuch auch dabei locker und entspannt zu atmen und keine Geräusche innerhalb der Atmung zu erzeugen. Am besten atmest du durch die Nase, sowohl in der Ein- als auch in der Ausatmung. Der Vorteil an dem Textilband ist jetzt, dass wir einzelne Bereiche unterschiedlich aktivieren können. Wir sind jetzt relativ weit unten mit dem Band. Wir können das Ganze auch noch ein wenig höher ansetzen. Genau, geh mal ein wenig höher. Gut. Und auch hier versucht er jetzt wieder in alle Richtungen gleichzeitig das Band auseinander zu atmen, den Widerstand wegzudrücken
und langsam und locker auszuatmen. Da wir Widerstand erzeugen mit dem Band, achte bitte wirklich darauf, dass dir nicht schwindelig wird und du nicht zu viel Aktivierung hier reinbringst. Davon ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen und dann hast du es auch hier geschafft. Im nächsten Video kümmern wir uns um den sogenannten Sägemuskel. Der ist dafür zuständig, deine Rippen seitlich zu weiten, damit mehr Luft in die Lunge kommt. Beim René sieht man diesen Muskel sehr schön. Hier diese einzelnen Bereiche, die von der Seite der Rippe bis vorne rumziehen. Und darum kümmern wir uns gleich.